Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit dem Stereo Trader und damit verbunden natürlich immer mit Dirk Helger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie hier im Namen von FXLED. Und bevor wir jetzt tatsächlich starten, wie immer, einmal den Risikohinweis bitte lesen und zur Kenntnis nehmen. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken und auch wenn der Dirk den einen oder anderen Live-Trade eventuell macht, bitte das nicht als Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, ganz wichtig. So, damit wir nicht Zeit verlieren, die Märkte warten nicht auf uns, sage ich nochmal offiziell guten Morgen, Dirk, und übergebe den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Dirk? Ich bin aber noch zu hören, ja? Okay. So, man sollte vielleicht auch das Mikrofon einschalten, ne, bevor man dann anfängt zu reden. Aber ich schätze mal, das funktioniert Jetzt jetzt. funktioniert es alles. So, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Auch hier, wir sind ja heute ein bisschen früher an, obwohl es ja noch angekündigt war, zwar für 9 Uhr. Wir haben ja gesagt, wir versuchen das aber beim nächsten Mal irgendwie ein bisschen früher zu starten, so dass wir dann eher um 10 Uhr eher durch sind und vielleicht auch eine Impulsbewegung dann eben zur Eröffnung selbst dann haben können. So, mein Bildschirm sieht man, ne? Gehe ich mal von aus, da schon mal irgendwas richtig gemacht habe heute Morgen, auch wenn der DAX Short, den ich vorher noch schnell gepostet habe, was heißt schnell, bei 12.373, das war keine gute Idee. Das war hier, das heißt, die Idee war schon gut, ja, aber halt, er hat es halt nicht gemacht, sondern es ist eben mal drüber gelaufen. Aber es war halt eben auch nur ein Stop-Loss von 5 Punkten. Von daher ist das jetzt erstmal nicht weiter tragisch. Der Euro spielt ja eigentlich keine Rolle. Hier heute Morgen, den habe ich nur vorhin hier noch eingefangen. Nur das zur Erklärung, warum der hier eben auf ist. So, wie man sieht, ich bin auch, das sage ich halt auch immer wieder, ich bin einfach kein Freund von der Amateurstunde. Also einfach die Zeit zwischen 8 Uhr und 9 Uhr, weil man sieht ja halt, wie es dann läuft. Ja. Wir haben hier relativ wenig Volumen, auch wenn man das jetzt hier nicht sieht. Im Future würde man das jetzt halt sehen. Aber morgen zwischen 8 und 9 ist halt einfach nichts los. Und da ist halt relativ, ich sage jetzt mal, billig, ja, oder günstig halt, sich den DAX da halt über den Future zu kaufen. Und wenn da irgendein größerer Marktteilnehmer irgendwas vorhat, dann hat er natürlich da relativ leichtes Spiel. Also man sieht es ja hier zum Beispiel bei der 12.373. Ich mache da mal hier in den Handelschart auch mal schnell eine Linie rein. Da sieht man es ja halt eben. 373. Machen wir die mal blau. Rot nutzt ja nichts mehr, ist ja soweit durch. Da geht ja einfach drüber, ja. Als gäbe es die halt nicht. Also, das ist natürlich schon ein bisschen erstaunlich, würde, so behaupte ich halt auch im normalen Kassehandel so auch nicht funktionieren. Ja. Also, das heißt, dass er einfach drüber läuft, sondern da wäre da halt schon ein bisschen mehr Reaktion da. Und das ist halt eben immer das Problem morgens zwischen 8 und 9 Uhr, dass wenn da jemand ein bisschen größer positioniert ist und dass der halt dann oder diejenigen oder wer auch immer halt dahinter steckt, da relativ leichtes Spiel haben. Und deswegen macht es da auch meistens keinen Sinn, beziehungsweise wie jetzt heute Morgen jetzt auch nicht unbedingt Sinn, da halt irgendwie einen riesen Stop-Loss zu setzen. Sieht man ja, läuft einfach drüber und gut ist. Okay. So, gestern war ja halt insgesamt doch sehr mau der DAX. Also das ist der Bereich hier von gestern, beziehungsweise hier ist die Overnight Session noch mit drin. Ich versuche mal hier eben noch die Symbolpunkte mit einzuzeichnen, da sieht man es ein bisschen besser. Also hier war 9 Uhr. Das heißt, wir haben ja gestern wirklich nur hin und her gehabt. Und ich habe ja auch gestern auch noch geschrieben, dass ich halt eigentlich mal drauf baue, dass wir den Bereich da unten halt mal testen und auch am besten in einem Rutsch dann eben auch brechen. Ja, also das ist hier die 12.304. Und zwar aus einfach
dem Grund, und das zeige ich mir, ich bin hier auf im Stundenchart unterwegs, habe jetzt hier auch sonst nicht viel eingezeichnet, nur das, wovon ich ausgehe, dass das gleich halt bei der Eröffnung halt relevant sein könnte. Und aber es sind natürlich die Linien entsprechend halt auch aus dem Block. Warum? Klar, wir kommen hier oben aus der Korrektur generell und sind short. Ich meine, das habe ich ja schon, sage ich ja schon ganz, ganz lange, dass wir halt einfach short sind und das nicht irgendwie long ist und das keine Long-Korrektur, sondern generell sind wir für meine Begriffe zumindest übergeordnet short. Und ich warte oder baue eigentlich darauf, dass wir auch mal unter die 12.113 fallen. So, das macht das natürlich nicht am Stück, sondern er schiebt natürlich fleißig seitwärts 12.113. Die ist hier unten, ist jetzt hier nicht eingezeichnet, aber ich mache das hier bewusst mal ein bisschen enger und wo man es dann halt auch ein bisschen besser sieht. Also einfach mal hier auf die markanten Punkte, um darauf einzugehen. Also wir sehen ja, von hier oben kommen wir halt auch. Das heißt, wir haben hier eine kleine Aufwärtswelle und also hier ein Hoch und dann hier einen neuen Tiefpunkt. Was ist die Maus? Die ist immer so ein bisschen verzögert, ne, wenn ich was dazu sage. Ich hoffe, das funktioniert aber trotzdem, beziehungsweise man kann trotzdem verstehen, was ich meine. Ich kann aber auch einfach mal versuchen, hier was einzuzeichnen. So, damit man es einfach ein bisschen besser wahrnehmen kann. So, also hier ein Hochpunkt und dann haben wir hier einen Tiefpunkt, dann kein neues Hoch. Und hier nochmal neu. Jetzt funktioniert nicht gut. Jetzt verschiebt er mich nach die Linien. Ach, die Zeichenfunktionen im MetaTrader, die sind echt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und ich muss die nochmal hier richtig setzen. So, versuchen wir es nochmal. Ein paar Minuten haben wir ja ohnehin jetzt noch bis zur Eröffnung. So, hier ein weiteres, beziehungsweise da wollte ich eigentlich hin. Und dann haben wir hier, so, das ist die 12.113. So, wenn man das mal eine Nummer größer betrachtet, und dann sind wir jetzt ja hier einfach nur korrektiv. Also wenn man die mal weglässt, ja, mal gedanklich. Wir haben zwar hier, das ist ein bisschen Geschiebe, ist einfach mal ein neues kleines Hoch und dann ein neues Tief. So, jetzt könnte man sagen, gut, das hier ist jetzt ja schon wieder gebrochen. Ja, also das letzte Hoch sind wir jetzt wieder long. Ich glaube es halt nicht. Also, wenn man das einfach mal eine Nummer größer betrachtet und sich nur diese Punkte hier nimmt, und dann sehen wir halt, dass wir halt markttechnisch hier eigentlich short sind und das da halt fehlt. Ja, das heißt, alles, was bis hierhin ist, sowieso korrektiv. Hier haben wir jetzt nochmal ein paar markante Punkte, aber auch der hier aus der Vergangenheit, also es war ja erst im August, Mitte August, und das ist die 12.450, die habe ich halt auch entsprechend drin. Und das wäre halt auch hier jetzt so die maximale Anlaufstelle, die ich jetzt auch hier sehe bei der Kassaeröffnung. Also falls wir hier einen Squeeze bekommen und er jetzt nicht einfach sofort runterfällt, und da wäre die 12.450 einfach aus dem Grund, weil es halt die wirklich letzte Aufwärtswelle ist, die wir halt hier haben, vor diesem Hochpunkt. Und das sieht man auch ganz deutlich. Wenn man es mal ein bisschen größer macht, beziehungsweise hier mal ein Stück weit runter geht. Ja, also hier haben wir halt nochmal irgendwie den Versuch gehabt, halt irgendwie da halt rüber zu gehen, beziehungsweise hier war ursprünglich das, ich hoffe, man kann das erkennen, in diesem Bereich war erstmal halt Widerstand. Ich bin jetzt hier um 15 Minuten, da ging es einmal drüber und dann doch drunter. Das heißt, wir haben hier einen kleinen Fehlausbruch und hier wurde halt, beziehungsweise hier nochmal ein Bruch von der Aufwärtsbewegung. Und was ich halt immer ein bisschen versuche, und das vielleicht auch mal als Erklärung, wie ich halt, oder Pi mal Daumen, wie ich halt diese Punkte immer ermittle, ich versuche halt immer solche Gebilde, die wir halt haben, also wo wir halt letzten Endes eine Umkehr haben, ja, und beziehungsweise halt letzte Aufwärtswelle und Paritätsumkehr, ich versuche halt solche Punkte zu finden, die noch nicht getestet wurden, ja, weil ganz oft ist es ja zum Beispiel so, dass wenn wir halt irgendwo einen Durchbruch haben oder beziehungsweise einen Punkt haben, der vorher Widerstand war und dann entsprechend gebrochen wird, da gibt es ja meistens auch einen Backtest. Haben wir jetzt hier leider keinen in dem Bereich, wo ich noch ein bisschen deutlicher, doch hier zum Beispiel. Ja. Hier haben wir dann zum Beispiel Aufwärtsbewegung, beziehungsweise, Moment, ich mache das mal eben weg, nur mal kurz das Prinzip zu erklären.
Also hier haben wir Widerstand, bis dahin funktioniert nicht, nimmt nochmal Anlauf, geht durch. So, und dann gibt es halt einen Backtest von der ganzen Geschichte und erst dann geht es weiter hoch. Und ich versuche halt immer solche Punkte zu finden, wo eben genau diese Paritätsumkehr, so nennt man das ja, also Support becomes Resistance und umgekehrt, wo genau diese Paritätsumkehr eben fehlt. Und das ist zum Beispiel das haben wir hier einfach bei der 12.450 halt auch. Dort fehlt es halt, ja. Also wenn es hier nachhaltig weiter runtergehen soll, dann müsste eigentlich dieser Test, oder er müsste nicht, ich sage nur so, wenn er aber kommt, dieser Test von der 12.450, und dann ist es schon relativ wahrscheinlich, dass wir dort auch eine vernünftige Reaktion kriegen, die dann zumindest mal hier bis auf das letzte hochreichen sollte. Das heißt, von 12.450 runter auf 12.410. Und die 12.410, das ist ja eigentlich schon eine Standardmarke. Ich glaube, die habe ich schon drin, seit ich irgendwie überhaupt irgendwas auf Facebook poste, in der Richtung, die sich auch nicht ändert. Das ist halt einfach ein bekannter Punkt, wo immer wieder Volumen entsteht. Und egal jetzt, also man kann da jetzt nicht irgendwie sagen, da geht es immer long oder da geht es immer short. Nein, dort trifft halt immer wieder Volumen aufeinander. Und entsprechend kann man dort eigentlich ganz gut erkennen, dass wir dort Marktteilnehmer haben, die halt ein bisschen größer positioniert sind, beziehungsweise orientiert. Und dort eben nicht nur die Retail-Trader und Kleinhändler da unterwegs sind. Und deswegen ist es halt, finde ich, halt immer interessant, solche Punkte halt eben auch entsprechend ausfindig zu machen, da halt immer genau hinzugucken und wo sich sowas halt abzeichnet. Und bei 12.410 ist es halt zum Beispiel so. Und deswegen ist es jetzt aber auch ein Punkt, da könnte man jetzt ja auch sagen, gut, gehe ich hier short, werde ich wahrscheinlich sogar machen, ja, auch wenn mir die Marke an sich so ein bisschen zu bekannt ist, ja, also wenn die auch schon irgendwie, ich sag's halt immer so ein bisschen kaputt gehandelt ist. Und da bin ich halt immer ein bisschen skeptisch, wenn halt irgendwie Marken halt einfach zu oft genannt werden in allen möglichen Analysen und dann vielleicht auch noch als K.O.-Schwelle in irgendwelchen Derivaten auftauchen. Da ist es halt immer so ein bisschen tricky. Trotzdem würde ich die jetzt handeln. Und weil ich weiß ja nicht, ob er jetzt wirklich tatsächlich bis da oben hinkommt oder nicht, kann auch genauso gut sein, dass wir hier bei der 410 scheitern und dort jetzt gleich auch die Erstreaktion bekommen. Und letzten Endes ist es ja so, ich muss ja nur gucken, dass ich mein Risiko irgendwo überschaubar halte. Und von daher ist das ja egal, ja, ob ich jetzt hier dann letzten Endes im Verlust rausfliege oder nicht, spielt keine Rolle, weil im Endeffekt, ich muss ja nur irgendwo den Punkt finden, wo es dann halt entsprechend nochmal korrigiert. Und ich versuche ja halt immer mit einem Stop von irgendwie unter 10 Punkten meistens hinzukommen. Und aber auf der anderen Seite dann halt doch wenigstens 20 bis 25 einzutüten, wenn es dann halt eben funktioniert. Also von der Warte eigentlich eine ganz klassische Betrachtung halt von einem CRV, wobei es natürlich auch nicht immer so einfach ist, ja, weil es kann ja genauso gut sein, dass ich halt irgendwie dann den nächsten Entry dann zweimal mit, weiß ich nicht, 10 Punkten, dass der halt zweimal mit 10 Punkten nicht funktioniert und anschließend auch nur 15 bringt. Bringt mich auch nicht weiter. Aber trotzdem, letzten Endes ist dann halt, muss man dann ab und zu auch mal ein bisschen mehr Management beziehungsweise Risikomanagement betreiben. Aber letzten Endes ist es genau das. Und die Devise heißt halt logischerweise dranbleiben und nicht dann irgendwie, wenn etwas nicht funktioniert, also so sehe ich das halt zumindest, dann irgendwie sagen, ja, so irgendwie, ah, war ein Fehltrade und jetzt gehe ich mich erstmal irgendwie schämen und laufe mal um den Block. Ganz oft ist es ja so, dass der Markt dann eben 5 Punkte weiterläuft, doch nicht hochgeht und dann nochmal an den Punkt kommt. Und ich bin dann eher ein Freund davon zu sagen, okay, ich mach's nochmal. Und ich mach's auch im Zweifelsfalle 3, 4 Mal. Und das Ergebnis von dieser Herangehensweise habe ich ja letzte Woche, beziehungsweise am Wochenende mal gezeigt, was da im Schnitt eben halt rauskommt. Und das Ergebnis ist halt positiv. So, jetzt haben wir die Eröffnung. Ich packe jetzt sofort hier die erste Order auch hin. Hier bei die 408 jetzt an der Stelle, falls er jetzt da hochkommt. Und als Limit Pullback Order natürlich, deswegen auch ein bisschen drunter. Das heißt, er kann ruhig da auch drüber rennen. Das macht erstmal nichts. Und den Euro nehme ich hier, beziehungsweise den packe ich hier nochmal hin. Dann nehme ich den erstmal raus, weil der hat ja hier jetzt mit der Eröffnung gar nichts zu tun. Habe ich halt nur vorhin gesehen, okay, es ist eine Gelegenheit, kann funktionieren. Und leider ein bisschen klein positioniert, aber hat ja funktioniert.
Okay, so, das Market Profile habe ich ebenfalls hier drin, beziehungsweise am Volumenprofil. Das Market Profile ist ja nur der Eigenname. Und da sehen wir halt auch, ich gehe da mal kurz runter auf eine Minute, da sieht man es wahrscheinlich ein bisschen besser, was da gerade passiert. Wir sind hier am Point of Control, das heißt, da wo jetzt bis heute zumindest der meiste Umsatz gewesen ist, also im Future, das sind keine CFD-Indikationen, sondern es kommt aus dem Future, wird es halt berechnet. So, Euro ist zu, können wir den nochmal wegmachen, haben wir hier mehr Platz. Und das heißt, letzten Endes halt, also wir haben jetzt hier die Betrachtung aus dem Future, wie gesagt, nicht CFD. Und hier sieht man jetzt auch, wir sind jetzt erstmal innerhalb der Value Area, das heißt, da in dem Bereich, wo 70% heute gehandelt wurden. Und kann jetzt halt sein, deswegen warten wir jetzt mal kurz ab, wenn er nicht da oben rausgehen sollte. Kann jetzt einfach sein, dass jetzt hier mal ein bisschen Orientierung gesucht wird. Und hier haben wir die Value Area High, das High von gestern. Das heißt, da war die Oberkante sozusagen von 70% des Volumens. Und entsprechend hier unten noch der Point of Control. Das heißt, das meistgehandelte Volumen gestern war hier bei 12.337 bzw. 38 hier an der Stelle. Und was jetzt halt eben ganz oft passiert zur Markteröffnung, ist das halt hier erstmal einmal zum Point of Control und dann vielleicht noch zum VWAP, also der volumengewichtete Durchschnitt. Also erstmal, weil er natürlich jetzt auch ein bisschen was aufeinander trifft und das sammelt sich dann meistens halt an der Stelle. Man kann aber jetzt hier nicht irgendwie ableiten, geht dann long, geht dann short. Sondern das ist halt erstmal nur tatsächlich rauf und runter. Ja. Also in den ersten paar Sekunden zumindest mal, behaupte ich, ohne großartiges Konzept. Der Vorteil aber natürlich von der Eröffnung ist halt immer, dass es halt relativ schnell geht. Ja. Also wenn man da halt irgendwie den richtigen Riecher hat an der Stelle, und dann hat man eben auch wesentlich schneller mal irgendwie 20, 30 Punkte zusammen, als jetzt irgendwie halt zu einer Nachmittagszeit oder so, ja. Und das ist halt, deswegen handle ich die Eröffnung eigentlich ganz gerne und bin dann natürlich auch bereit, da mal irgendwie zwei, drei Fehler erstmal einzustecken. Und weil man halt eben ganz oft das Ganze nochmal ganz schnell gedreht bekommt, wenn man nicht irgendwie auf Anhieb da halt die richtigen Entscheidungen trifft. Ja, man sieht es ja hier nochmal Point of Control. Das heißt, da liegt jetzt halt einfach auch das meiste jetzt nicht unbedingt an Orders, ja. Orders, also Limit Orders, die man zum Beispiel im Orderbuch findet, heißt ja nicht, dass die auch ausgeführt werden, beziehungsweise die können ja nur mit dem ausgeführt werden, was jemand market in den Markt gibt. Also wenn halt dann ein Marktteilnehmer sagt, okay, ich kaufe jetzt hier mal 50 Kontrakte oder 100 und nur dann macht es ja, hat die Limit überhaupt eine Wirkung, weil ein Limit Order alleine, also dass die Limit Orders, die man ja im Orderbuch findet, die zeigen zwar das Angebot und die Nachfrage, aber die alleine bewegen ja keinen Kurs, sondern es ist ja einfach nur ein Abbild von dem, was da halt der ein oder andere bereit ist, irgendwo halt zu welchem Kurs zu verkaufen oder kaufen. Das sagt aber nichts darüber aus, was davon ausgeführt wird, beziehungsweise wer die letzten Endes halt dann auch abnimmt, diese Orders und auch nicht in welchem Volumen. Und aber nichtsdestotrotz, die sammeln sich natürlich dann halt an solchen Punkten. Deswegen laufen wir da jetzt halt auch immer wieder hin. Und aber wie gesagt, was da jetzt dann tatsächlich dann jetzt jemand da halt reingibt, auflöst oder wie auch immer, das werden wir dann gleich sehen. Wäre natürlich jetzt sehr schön, wenn wir jetzt halt direkt halt hier einen Run kriegen auf die 410, zumal wir dann halt auch außerhalb der Value Areas sind. Das heißt, jetzt heute Morgen sind wir dann erstmal in dem Bereich zu teuer, in dem Bereich von gestern sowieso viel zu teuer. Und wenn das einfach mal so profan ausdrückt, von daher kann es dann natürlich sehr gut sein, dass wir direkt nochmal einen Rücklauf dann auch bekommen, dann hier nochmal zurück zum Point of Control oder halt hier irgendwo zum VWAP, wo dann halt nochmal der entsprechende Ausgleich gesucht wird. Und markttechnisch, klar, macht es ja Sinn. Das ist ja das, was ich vorhin gezeigt habe. Das heißt, wir haben hier auch nochmal eine Aufwärtsbewegung an der Stelle und wo er jetzt versucht, daraus halt ein Reversal zu bauen. Das heißt, hier wird schon das eine oder andere aufeinandertreffen. Und klar, aber wenn natürlich jetzt halt irgendwo
einer drin ist, der jetzt halt hier den ganz großen Geldbeutel aufmacht und der kauft es dann halt durch. Und dann gucken wir wahrscheinlich erstmal ein bisschen doof aus der Wäsche. Also, aber kann natürlich passieren. Deswegen habe ich ja gesagt, ich werde dich schon handeln. Auch wenn die jetzt natürlich sehr bekannt ist. Deswegen kann es natürlich sein, dass wir hier erstmal gefischt werden. Aber wir haben ja hier eine Limit-Pullback-Order. Das heißt, wenn jetzt halt irgendwie wirklich so einen Sprung machen sollte, jetzt irgendwie hier 30 Punkte drüber, als Beispiel. Und freue ich mich natürlich, weil wir dann auch entsprechend wesentlich höher ausgeführt werden und eben nicht sofort im Verlust landen. Also Limit-Pullback-Order landet eigentlich nie sofort im Verlust, sondern gibt einem ja halt so ein bisschen Puffer und ein bisschen Bedenkzeit, weil nur wenn der Markt halt sich wirklich gar nicht bewegt oder halt nur auf der Stelle so hin und her geht und dann sind wir damit auch nicht besser unterwegs als mit einer normalen Limit-Order. Aber eben, wenn wir schnelle Bewegungen haben, dann haben wir damit auf jeden Fall einen riesen Vorteil gegenüber normalen Limit-Orders. So ist hier so ein bisschen verhalten das Ganze. Heißt aber auch erstmal nichts. 7 Minuten sind jetzt um. Ich mal gucken, wie die erste 15-Minuten-Kerze aussieht. Was dann da halt passiert ist bis dahin, weil letzten Endes versuche ich ja halt auch immer, ist dann halt irgendwo ein plausibles Bild zusammenzubekommen. Das heißt also, da kann ich jetzt gleich nochmal drauf eingehen, wenn es soweit ist. Und das heißt, ich versuche halt einfach mir dann halt irgendwo vorzustellen, okay, wie kann das Ganze enden, ja, wie würde es Sinn machen? Nur ist es jetzt hier für meine Begriffe viel zu früh. Und was zum Beispiel ein ungewöhnliches Bild ist, ist, dass zum Beispiel die 8-Uhr-Kerze, die ja hier, ja, die man ja hier sieht, ja, dieses lange weiße Ding. Und ganz, ganz selten ist es so, und das kann man ja selber überprüfen, wenn man einfach mal den Chart durchforstet, wenn wir eine vergleichsweise lange Kerze haben, also die auch hier noch über einen Widerstand rübergeht und einen Ausbruch, dass wir dann eine 9-Uhr-Kerze haben, die hier drunter schließt oder beziehungsweise unter der 8-Uhr-Kerze. Das ist ein extrem seltenes Bild im Chart. Und das heißt, wir müssen hier irgendwas bekommen, an Bild, was sich halt dem halt anschließt, was halt üblicherweise eben der Fall ist. Und das ist eben nicht eine Umkehr von so einem Ausbruch. Also das wäre schon sehr selten. Kann vorkommen, ganz klar. Ausnahmen bestätigen die Regel, darf man nicht vergessen. Aber wäre jetzt nicht unbedingt das, wo ich sage, okay, da baue ich jetzt mal drauf, dass wir jetzt da gleich komplett unten rausfallen. Sondern ich glaube halt eben eher, dass wir da möglicherweise sogar noch eine Fortsetzung kriegen. Das heißt, dass wir die 9-Uhr-Kerze entweder neutral oder sogar bullisch halt schließen, vielleicht nochmal einen Anschluss bewegen, dass wir dann halt runtergehen. Aber jetzt von hier aus direkt glaube ich nicht. Und sondern ich würde halt eher am liebsten nur drauf bauen, dass wir eine Bewegung von da bis dahin bekommen. Ja, weil er hier jetzt halt auch, wir haben jetzt hier einen Durchbruch entsprechend von, beziehungsweise hier eigentlich mehr, die 12.362, die mache ich mal in grün. Nur, dass man das mal versteht, das ist ja genau das Prinzip, eben was ich vorhin auch erklärt habe. Wir haben halt hier gestern einen Widerstand gehabt und sind da heute Morgen halt drüber ausgebrochen. Das heißt, hier fehlt eigentlich der Backtest. Ja, und von daher wäre es denkbar, dass wir jetzt halt eine Bewegung bekommen, die bis dahin geht, also an die 410 und wir von da an tatsächlich 50 Punkte auch mal runterfallen könnten. Ja, muss jetzt nicht so kommen, aber deswegen ist mir auch zum Beispiel die Reihenfolge halt auch immer ganz wichtig, weil wenn er jetzt zuerst hier unten hingeht und dann da hoch, dann gibt es ja keinen Grund, nochmal da runter zu gehen und da wäre ich da viel skeptischer noch mit der 410, als ich es ohnehin jetzt an der Stelle auch schon bin, ja, weil dann wurde hier unten schon massiv eingekauft, wenn er das in der Reihenfolge machen würde. Also nochmal, wenn jetzt von hier zuerst an diesem Punkt geht und dann halt hier oben zu der 410, da wäre ich da halt skeptisch, dass das da oben tatsächlich wirklich noch hält. Und diejenigen, die halt meinen Blog ja auch lesen, die kennen ja auch das, was ich immer dazu sage, direkt hoch funktioniert nicht. Einfach genau aus dem Grund, ja. Und spielt dann natürlich auch so ein bisschen rein. Und deswegen hoffe ich jetzt, dass wir hier jetzt tatsächlich direkt hochgehen, weil wir dann einfach auch die besten Chancen haben.
Und jetzt nicht nur von dieser Betrachtung her, dass ich jetzt halt sage, ja gut, hier unten fehlt das, da wird ja auch der eine oder andere sagen, ja, erzählen kann der ja viel. Aber ich kann es ja halt eben auch anhand von der Statistik, die ich jetzt ja mal gemacht habe, ja auch beweisen. Aber gut, das kann man ja alles mal außen vor lassen. Man kann sich das mal anders fragen. Mal angenommen, ich bin halt hier ein Käufer und will mich halt hier mit, weiß ich nicht, wie viel tausend Kontrakten halt eben für Long eindecken. So, wo kaufe ich denn? Ist doch eine ganz einfache Frage. Und mal angenommen, ich habe dieses Volumen und sage, ja gut, dann ich will kaufen, weil der DAX für meine Begriffe geht ja noch bis 12.600. Ja, nur mal als Beispiel. Das ist nicht das, was ich denke, sondern nur als Beispiel. Und dann sagt er ja auch nicht, so jemand, ja juhu, freue ich mich doch, wir sind ja schon gestiegen, ja dann kaufe ich doch hier oben, wo es schon schön teuer ist. Nein, der sagt ja dann auch eher, das ist mir viel zu teuer hier. Wenn, dann will ich doch irgendwo hier unten dabei sein, so da, wo es günstig war. Und deswegen, wenn es direkt hochgeht, ist es meistens nur irgendwie ein Auflösen von Short-Positionen, wo dann halt nichts mehr nachkommt. Aber wirkliche Käufer kaufen an der Stelle normalerweise nicht. Also gibt natürlich auch solche Tage, die sind aber dann auch eher die Ausnahme, wo es dann halt einfach hochgeht und einem rutscht durch. Aber die kann man, glaube ich, übers Jahr gerechnet auch an einer Hand abzählen. Und deswegen, wenn das halt irgendwie nachhaltig sein sollte, wenn da tatsächlich Interesse besteht, den DAX hochzukaufen, dann sicherlich nicht auf diesem Level, sondern dann eher ein paar Punkte tiefer. Und ich behaupte, man sieht es auch hier so ein bisschen, es passiert ja halt nicht viel, ja. Es wird ja nicht irgendwie, wir stehen ja immer noch da, wo wir angefangen haben vor 10 Minuten. Und es kommen ja keine Käufer. Es kommen aber auch keine Verkäufer. Das heißt, es ist momentan so ein bisschen Abwartehaltung hier. So nach dem Motto, wer zuerst blinzelt, hat verloren. Wie es halt auch manchmal halt so ist. Und von daher rechne ich halt damit, dass wir halt in eine Richtung halt eine Fehlbewegung jetzt bekommen und die relativ schnell beantwortet wird. Und jetzt müssen wir halt nur mal gucken, wer da halt als erstes dann jetzt hier gleich aufspringt. Und da versuchen wir uns dann halt, oder ich, nicht wir, ist ja keine Handelsempfehlung. Ich versuche mich da halt in diesen Bus dann gleich mal mit reinzusetzen und ein paar Punkte entsprechend in eine Richtung mitzubekommen. Dirk, Entschuldigung. Ja, bitte. wäre der POC vom Freitag eine Marke für dich, den du handeln würdest? Der war jetzt noch ungetestet. Ja, das ist übrigens, muss ich aber auch sagen, bevor ich mich hier mit fremden Federn schmücke, ich habe das mal entdeckt beim, wenn wir ungetestete Value Areas Lows und Highs haben und dass das halt auch oft funktioniert. Und aber tatsächlich dieser ungetestete Point of Control, das ist Heiko Behrendt eigentlich. Der hat das auch letztens mal erwähnt, wo wir gesprochen haben und gesagt, das ist auch immer so Teil von seiner Strategie, die er halt auch schon oft genannt hat, dass wir untested POCs, dass die halt oft gut funktionieren. Jetzt gucken wir gerade mal, wo der ist. Gehen wir hier auf 5 Minuten vom Freitag. Das heißt, hier jetzt quasi, ne, wäre das ja dann Genau. so, die 390. Naja, gut, da sind wir halt gerade. Ne? Das ist halt, da ist jetzt dann eher die Frage, in welche Richtung. Ne? Ich meine, da waren wir jetzt vielleicht ein bisschen knapp drunter, beziehungsweise wir sind ja jetzt tatsächlich genau da gestartet. Ne? Also ich sag mal so, würde er von irgendwie jetzt, hätten, wären wir hier irgendwo gestartet und er wäre da hingelaufen, dann hätte ich gesagt, ja, ich glaube, das würde auch der Heiko mit seinem strategischen Ansatz so unterschreiben, der da halt einfach ein bisschen mehr Erfahrungswerte, also speziell jetzt, was das angeht, halt auf jeden Fall hat. Aber ja, die Strategie gibt es, keine Frage. Aber wie gesagt, ob das jetzt von hier funktioniert, da habe ich so ein bisschen Zweifel dran, ehrlich gesagt. Da wäre, glaube ich, halt eher. Und dann nochmal der, sehe ich auch gerade, danke für den Hinweis, muss ich ja wirklich mal sagen. Ich habe ja gesagt, ich will hier runter auf die 360. Und da haben wir nämlich genau die, kann man wegmachen, die Value Area, das Low vom Freitag, wie ich ja hier sehe. Ne? Das matcht natürlich dann perfekt mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dass wir hier die 362, dass die einfach auch noch ungetestet ist. Von dem Aspekt,
hier von der Paritätsumkehr. Also das wäre natürlich, macht von, selbst von daher natürlich Sinn. Das heißt, wir bewegen uns hier eigentlich ohnehin gerade im Freitag. Also das heißt, in der Value Area vom Freitag, hier der höchste das höchste Volumen mit der Eröffnung am ungetesteten POC. Aber wie gesagt, da sind wir jetzt genau drauf. Von daher würde ich da jetzt nicht irgendwie sagen, Long oder Short ab der Stelle. Und aber eben, das passt natürlich extrem gut dazu. Und oben waren es die 418. Also hier vom Market Profile. Und mal kurz zeigen, ja. Hier die 418. Und hier die 361, in der Mitte eben die 12.390 beziehungsweise 89,5. Das heißt, wir bewegen uns einfach in dem Bereich, wo am Freitag das meiste Volumen war. Und da kann man das kann man entsprechend natürlich jetzt auch schon ganz gut, behaupte ich mal, mit einbeziehen, diese Area, weil gestern war ja einfach nichts. Ja, das war ja Stillstand. Und von daher kann es jetzt sehr gut sein, dass wir da einfach einen Tag zurückrudern. Und da würde sogar auch die 450, ist natürlich jetzt alles ein bisschen Spekulation, aber ich versuche das ja halt irgendwie auch in den Zusammenhang zu bringen. Wenn wir also hier die 418, ich zeichne die mal hier eben mit ein, beziehungsweise mache das mal eben anders, damit man es ein bisschen besser auseinanderhalten kann hier. So, die 12.000. 418. Also, das ist natürlich. Ja, geht doch. So, die 12.418 und hier unten die 12.361. So, zack, da sind wir jetzt auch. Den könnte man tatsächlich jetzt mal versuchen, aber den mal kurz warten. Ich mache es mal nochmal kleiner. Aber reagiert, ne? Da war ich jetzt ein bisschen langsam. Okay, ich will jetzt aber hier nicht reinspringen. Wir sind jetzt schon wieder 5 Punkte gelaufen. So, aber das ist jetzt auf jeden Fall genau das. War dann leider jetzt ein bisschen theoretisch. Aber es ist jetzt ja genau das eingetreten, dass wir jetzt hier einmal die Unterkante von dem 70% Volumen da vom Freitag da entsprechend jetzt mal testen. Ist natürlich jetzt für Short gar nicht gut. Aber wie gesagt, ich komme jetzt hier nicht mehr gut rein. Ich hätte halt hier eine Limits gebraucht an der Stelle. Beziehungsweise bei 360, die hätte ich ja, ist genau da, ne? Ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Aber so ist das, wenn man halt viel erzählen muss. Und das ist natürlich schon sehr sauber jetzt hier gerade auch passiert. Hat das jeder verstanden, der hier dabei ist und sich vielleicht mit dem Market Profile nicht auskennt, warum wir jetzt da unten hingelaufen sind, beziehungsweise warum das hier reagiert, wenn nicht einfach fragen, ja. Also man sieht ja, das ist ja kein Hokuspokus, das hat ja wirklich gepasst. Ich habe es halt nur leider verpasst jetzt. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Das heißt, wir hätten hier ganz locker, ganz schnell jetzt irgendwie schon fast 10 Punkte ganz schnell mitnehmen können. Aber okay. Können wir ja selber hier mal die Fragen mal einblenden. Im Moment gibt es keine Fragen tatsächlich. Alle hören Okay. gespannt zu. Ah, jetzt kommt's. Jetzt kommen ein paar Fragen. War das auch das Vortageshoch? Ja, genau. Fragt da jemand. Sicher, wir haben ja hier das kann man ja halt auch einblenden, das kann ich ja auch mal machen. Dafür haben wir die Sachen ja jetzt hier. Ja. Ja, Vortageshoch, Vortagestief. Klar, war es jetzt natürlich halt auch, ja, ist natürlich auch nochmal ein Argument, warum das funktionieren kann. So, was haben wir 920? So, jetzt brauche ich mal hier irgendwie eine vernünftige Kerze. So, die M15 sieht natürlich jetzt so ein bisschen bitter aus. Das heißt aber nicht, dass die nicht einfach auch nochmal auf Grün ziehen kann. So. So, was anderes. Ich packe jetzt hier unten mal einen hin, falls. Ich wollte eigentlich gar nicht long gehen heute. Aber weil der jetzt halt tatsächlich als erstes runtergeht hier, kann es halt tatsächlich schon gut sein, dass wir da jetzt gleich nochmal reinlaufen. Vielleicht hier eine kleine Übertreibung bekommen oder eben auch nichts.
Aber das hat wirklich, das war jetzt so eine Nummer für die, so eine ganz schnelle Nummer dann an der Stelle. Und ja, das ist natürlich jetzt so ein bisschen tricky, ja. Also, weil es kann jetzt einfach sein, wir haben jetzt die zwei Möglichkeiten. Entweder machen wir hier den Freitag nochmal, also ich bin hier einmal kurz gefillt. Das war unten der Point of Control. Und das habe ich ja gesagt, wir kriegen hier vielleicht eine kleine Übertreibung und laufen dann halt nochmal hoch. Und das war ja so die Idee jetzt hier dabei. So, den sichern wir direkt mal ab. Und wenn das halt hier nämlich nur eine Positionsauflösung war, dann sollten wir da ziemlich schnell jetzt auch eine Gegenbewegung bekommen. Und aber für ein, also wenn man jetzt hier nur skypen will, 4, 5 Punkte, dann wären wir jetzt hier eigentlich schon fertig. Und weil das hat jetzt halt schon Sinn gemacht hier, ne? Das hat man ja auch gesehen, Limit Pullback hat die auch jetzt, glaube ich, so ein bisschen mit runtergezogen, auch wenn ich jetzt hier mit Null rausgehe, weil ich will ja nicht hier irgendwie großartig long. Und so, das ist mein Value, das Value Area, das High von gestern dann an der Stelle. Und da versuchen wir jetzt auch mal drauf aufzusetzen. Ja, komm, ich mache den nochmal. Ich versuche mal hier ein paar Punkte mit nach oben zu bekommen. Und weil das ist schon, weil hier lässt ja der Druck lässt ja hier auch gerade so ein bisschen nach, deswegen kann man das jetzt schon mal machen. Also der Verkaufsdruck an der Stelle. Ja, ist hier so ein bisschen Slippage hier mit 0,1 Punkt gerade, das kann man, glaube ich, verschmerzen. Und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Weil was ich gerade sagen wollte, ist, es kann natürlich jetzt sein, dass wir die 410 überhaupt nicht brauchen, sondern dass das hier halt einfach die Korrektur war an der Stelle, ja, dass es halt ausreicht, dass wir gar nicht unbedingt jetzt da oben das antesten müssen. Das ist jetzt natürlich das, was hier so ein bisschen tricky ist, ja. Also das weiß man natürlich dann jetzt leider erst, wenn es dann halt auch so gelaufen ist, ja, und vorher halt leider nicht. Und das ist jetzt so ein bisschen widersprüchlich hier. Generell sind wir übergeordnet Short. Die Frage stellt sich überhaupt nicht. So, aber die Frage ist jetzt, wozu ist das hier gut? Ja, machen wir jetzt den Anlauf nach unten. Deswegen, damit halt hier, weil verschiedene, das, was ich am Anfang gemeint habe, weil halt die größeren Marktteilnehmer sagen, nö, ist uns viel zu teuer, wenn, dann kaufen wir hier unten irgendwo. Und da sind wir jetzt halt auch. Und weil wir da oben drüber wollen. Oder ist es jetzt so, dass wir hier oben einfach mit der Korrektur an der Stelle schon fertig sind und wir jetzt tatsächlich da unten durchlaufen. Das ist natürlich jetzt hier so ein bisschen widersprüchlich, aber generell ist es ja eben so, und das ist ja das, was ich halt auch immer sage, ich kann orakeln so viel ich will, ich kann Ideen haben so viel ich will, ja, wenn die Marktteilnehmer das so nicht sehen, wird es nicht funktionieren. Und das Einzige, wenn ich halt am Markt dranbleiben. Das Einzige, was ich eigentlich wissen muss, ist, wo treffen die Interessen aufeinander? Mehr nicht. Ja? Also ich hätte jetzt halt hier, wenn ich jetzt nur skype, also das ist ja halt das, was diesem Gedanken zugrunde liegt, skypen, also hier 10 Punkte, da 10 Punkte, dazu muss ich nur das wissen. Wo treffen die aufeinander? Und nicht, wo geht er hin? Das ist total, ich würde sagen, bist du auch so ein bisschen anmaßend. Ja? Man versucht irgendwie halt vorherzusagen, ja, der DAX macht jetzt dies, macht jetzt jenes, das weiß doch im Endeffekt keiner, ja. Ich schreibe ja auch meine täglichen Ausblicke und die stimmen halt mal und stimmen mal nicht. Was aber stimmt, sind die Punkte, wo es halt eben interessant wird, wo die Interessen aufeinandertreffen. Und würde man nur das handeln, ja, also immer nur hier und da 10 Punkte, und dann hat man da auch beste Karten, da halt auch entsprechend viel mitzunehmen, ja, also im Durchschnitt. So, und wie gesagt, ich hätte hier schon längst rausgekonnt. Ich versuche jetzt aber hier nur was zu machen, was jetzt nicht zu schnell ist, was auch nachvollziehbar ist. Von daher riskiere ich das jetzt hier auch mal an der Stelle, dass ich hier mit 10 Punkten Minus rausgehe. Will ich natürlich nicht hoffen, aber weiß ich eben nicht. Ja. Kann sein, dass wir jetzt hier in die Value Area komplett reinfallen und dass wir tatsächlich dann nochmal eine Etage tiefer gehen. Aber wie gesagt, ist ja hier schon ordentlich abgeprallt gerade. Ist jetzt nochmal auf dem Volume Area High von gestern auf. Gucken, ob es was bringt.
Und was hat hier jetzt eben auch noch matcht, das interessiert den DAX jetzt nicht so wahnsinnig viel, ist der S1 aus dem Stundenpivot. Und das kommt halt alles so ein bisschen zusammen. Also der Stop hat ja eben gepasst soweit. Also es war ja hier wirklich mit dem Skalpell schon fast von der Genauigkeit. Von daher gibt es jetzt erstmal keinen Grund, warum ich den jetzt wegmachen sollte, weil wenn der weiterhin hält, dann ist ja alles fein. Und wenn wir neues Tief machen, und dann muss man nachher gucken, wie wir da halt irgendwie Short halt noch reinkommt. Aber so, wie gesagt, wäre es jetzt eben schon denkbar, dass wir halt nochmal in die Value Area von heute zurücklaufen. Das heißt hier die 365, ja, also der Bereich, und dass er auch versucht, über 372 zu schließen. Wie gesagt, wenn ein bisschen mehr Käufer, ein paar mehr Käufer hier reinkommen und dann halt eben auch versucht, hier oben das zu knacken. Ja. Also wie gesagt, ich weiß es nicht, aber wenn man halt hier mehr als irgendwie 5 bis 10 Punkte da halt irgendwo machen möchte, ist das, glaube ich, nicht die verkehrteste Betrachtungsweise an der Stelle. Also ich bin jetzt hier auch erstmal nur ganz klein drin, weil es halt auch hier gegen den Impuls und gegen den übergeordneten Trend ist. Aber geht jetzt nicht darum, wie viel da absolut rauskommt, sondern ja nur, ob das jetzt von der Betrachtung soweit plausibel ist oder auch nicht. So, jetzt haben wir 9:27 Uhr. Das heißt, die 30-Minuten-Kerze wird gleich fertig. Gucken wir uns die mal an. Was ganz oft versucht wird, ist, das kann man beobachten, dass zum Beispiel, wenn wir hier, auch wenn das jetzt nur die Amateurstunde ist, aber wir haben ja halt hier eine 30-Minuten-Kerze, beziehungsweise 2 Stück hintereinander, einmal hoch und nochmal hoch. Und er versucht meistens im letzten Außenstab zu schließen. Ja, das heißt, er sollte jetzt eigentlich versuchen, hier nochmal an diesem Punkt, ja, die Eröffnung von der letzten 30-Minuten-Kerze, das ist die 367, da sollte er eigentlich versuchen, nochmal hinzulaufen und eben dort drin zu schließen. Und dann sind wir auch schon gleich wieder hier bei der 372, ja, was er halt eben auch entsprechend der Widerstand war, der heute Morgen in der ersten Handelsstunde gebrochen wurde. Und da für meine Begriffe, wenn das gelingt, ja, also wenn wir jetzt hier nochmal hochlaufen, wird er wahrscheinlich versuchen, dann um 10 Uhr auch drüber zu schließen. Und dann kriegen wir wahrscheinlich ein bisschen Geschiebe bis heute Mittag. Und weil das ist hier oben wirklich nachhaltig funktioniert, long über 450, glaube ich nicht dran. Also kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Nur was jetzt eben, wenn er das in dieser Reihenfolge machen sollte, wenn wir jetzt tatsächlich dann die 10-Uhr-Kerze auch nochmal hier oben oder bei der 410 schließen, dass dann die 410 noch großartig hält, da glaube ich dann irgendwie erstmal nicht dran. Die wird dann wahrscheinlich mal kurz abgeschossen werden und werden ein paar Stops fliegen und dann stehen wir wahrscheinlich dann doch nachher bei der 450. So, jetzt mal gucken, also noch 1 Minute, deswegen ist mir das Timing immer so wichtig, ja, weil das genau solche Beobachtungen sind, die man halt eben immer wieder sehen kann. Es wird immer versucht, das ist ja auch kein Geheimnis, aber es wird immer versucht, im letzten Außenstab zu schließen. Egal, welche Farbe der jetzt hat und ob jetzt long oder short, aber das ist eben das, was man tatsächlich oft beobachten kann. Mal gucken, ob es hier gelingt. Was war das nochmal? Das ist die 368. Kann man hier mal kurz einzeichnen. Beziehungsweise brauche ich gar nicht. Das matcht nämlich hier mit der Intraday Value Area. Damit passt das zusammen. So, das heißt, das wäre der Bereich hier oben. Da müssen wir jetzt noch in den nächsten 10 Sekunden hin. So, 3 hat er noch. Ja, nicht geschafft. Und das ist die Reaktion. So, jetzt war ich ein bisschen zu langsam hier leider. Der muss jetzt raus. Das macht jetzt keinen Sinn mehr. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch minimale Aufwärtsbewegung. Ja, da hängen halt, also was ich immer versuche, ist halt wirklich so die Algorithmen halt irgendwo so zu analysieren. Und das sind Algos, die jetzt hier so anspringen. Ja, wenn zum Beispiel dann sowas nicht geschafft wird, dann haben wir ganz oft nämlich entsprechend genau die Reaktion. Das hat erstmal halt ein paar Kontrakte erstmal in die andere Richtung gehen. Ob das dann jetzt nachhaltig oder beziehungsweise ob das so bleibt,
Das steht auf dem anderen Blatt, aber das ist eben typisch. Aber das kann man eigentlich nicht handeln, weil das ist halt viel zu schnell, ja. Und das waren jetzt auch hier erstmal nur irgendwie 5 Punkte. Also jetzt irgendwie nicht wirklich eine großartige Weltreise hier an der Stelle. Und der wird es wahrscheinlich auch jetzt nochmal versuchen. Also wie gesagt, hier die 368, die Value Area, da haben wir dann natürlich auch noch ein Pivot. Und da dürfte wohl halt auch ein bisschen was da zusammenkommen. Ich hoffe, er macht das jetzt hier noch und kickt mich jetzt nicht nach unten raus, weil jetzt hier die ersten 30 Minuten doch ordentlich short sind. Aber ich lasse den Stop jetzt erstmal hier liegen. Und aber irgendwann kommen sollte da natürlich schon was. Also ich bin hier im 1-Minuten-Chart. Ja, weil den irgendwie absichern, das bringt halt nichts. Ne? Also nicht bei der Strecke. Er darf jetzt halt nur kein neues Tief machen. Und das ist halt letzten Endes alles. Und deswegen lasse ich den jetzt hier liegen. Wir haben ja hier aufsteigende Lows. Aber wir sind aber auch im DAX. Das heißt, es kann natürlich genauso gut sein, dass hier einmal jetzt einen Peak runter macht und dann doch wieder hochrennt. Also beim Dow funktioniert sowas eigentlich so ein bisschen genauer. Der DAX neigt ja dazu, auch irgendwie mal viel lieber mal irgendwelche Schweinereien zu machen. Das wäre dann halt so eine. Aber okay. Das ist keine große Position. Und das ist natürlich auch hier gegen das Bild. So, okay, jetzt sind wir halt raus. Gut, aber wer es nachverfolgt hat, ja, hat ja zumindest, also gab es hier etliche Chancen, da halt im Plus jetzt auch rauszukommen, wenn man da halt wirklich nur ein paar Punkte handeln wollte, und die Möglichkeit gab es ja nun mal zu Genüge, behaupte ich jetzt mal. So, Long ist jetzt natürlich durch. Erstmal. Und das sieht jetzt tatsächlich so ein bisschen so aus, als wären wir hier oben schon fertig. Ist natürlich ein bisschen sehr schade, dass wir da halt nicht reingekommen sind, weil die Idee war ja von Anfang an Short und nicht Long. Aber was will man machen, wenn man halt den Punkt nicht erreicht, sondern irgendwo vorher halt dreht. So, jetzt sind wir hier am Kasselschluss von gestern. Das heißt, wir haben jetzt hier das Gap zugemacht und wird ja hier auch angezeigt. Und wobei also ich habe nicht wirklich eine Gap-Strategie und kenne auch keine, die wirklich funktioniert. Aber generell, ne, haben wir jetzt halt eben hier leider Gottes eine sehr, sehr widersprüchliche Situation. Also grundsätzlich nochmal zusammengefasst, hier unten kommen jetzt, haben natürlich die Händler, die irgendwie größeres Volumen haben wollen, das habe ich ja am Anfang gesagt, wenn die kaufen wollen, dann kaufen die nicht hier, ganz sicher nicht. Sondern die kaufen da unten, die sagen, da war günstig, da bin ich dabei und hier oben nicht. Ist ja schön, wenn der gestiegen ist, aber habe ich nichts davon. Es hat ja keiner was davon, wenn irgendwie ein Kurs steigt und da Long reinzugehen, sondern man hat immer nur was davon, wenn man die Position auflöst. Und das heißt, hier ist jetzt erstmal günstig, ja, in jeder Hinsicht. Wir liegen erstmal in der Value Area von gestern, wir liegen unterhalb der vom Freitag, ja, also hier, das war der Freitag und sind hier jetzt tatsächlich in der Nähe von der Eröffnung. Das heißt, ja, hier wird sich jetzt halt einfach entscheiden, kauft da jetzt wirklich jemand großartig ein oder fallen wir wirklich da unten durch? Ich wäre ja generell für durchfallen, aber da jetzt halt reinzukommen, ist nicht so ohne. Und den Bereich hier müssen wir jetzt halt im Auge behalten. Das heißt, wenn wir hier wieder reinlaufen, und dann stehen wir auch relativ schnell wieder da oben. So, jetzt haben wir den 15 Minuten. Ja, passiert nichts. Natürlich jetzt hier genau an der Stelle. Gucken wir hier noch. War das hier eben minus 8 Punkte? Ja, gut, das ist verschmerzbar, glaube ich. So, jetzt mal gucken, wie die schließt. Die 5 Minuten sind jetzt um. Vielleicht
Kann man hier tatsächlich noch versuchen. Also wie gesagt, ich wollte eigentlich keinen loggen heute, ne? Aber der wird auch nicht ohne weiteres durchfallen, so wie es das hier irgendwie alles gerade abzeichnet. Von daher jetzt hier irgendwie zu shorten, halte ich nicht so für die großartige Idee. Aber hier einfach jetzt zumindest mal auf heute betrachtet, ja, auch schon unten sind. Mal gucken. Weil ich bin halt irgendwie auch kein Fan davon, jetzt zu sagen, hier an so einem Punkt, ja, da ist Kassaschluss, da gehe ich long. So, ja, warum, ne? Ich meine, klar funktioniert es mal, aber auch mal nicht, weil grundsätzlich ist ein Gap Close, also jetzt hier nach unten, ist ja nicht unbedingt bullish, ja. Das ist ja nicht unbedingt der Fall. Das ist eher so ein Schwächeanfall, ja, wo dann halt hierhin wieder dicht macht und sich dann halt einfach nur wieder in dem Bereich von gestern da halt begibt. Mehr ist es ja halt eigentlich nicht. So, lass mal gucken, ob wir hier mal irgendein Bild handeln können im Zweifelsfall, aber hier 5 Minuten. Das sagt halt irgendwie alles nicht viel aus. Gerade. Also, weil wir hier dann auch wieder am Widerstand sind, das heißt, selbst wenn wir jetzt hier long geht, weiter als 10 Punkte, kommt man da, glaube ich, auch nicht ohne weiteres. Zumal wir hier wieder dann, also hier ist ein Widerstand an der Stelle, hier haben wir die Value Area. Bräuchten da auch ein neues Hoch. Dann haben wir hier die Oberkante von der 5-Minuten-Kerze. Also von der letzten Abwärtsbewegung dann eben auch noch. Glaube irgendwie nicht, dass es so wahnsinnig viel Sinn macht, hier long zu gehen. Man könnte natürlich skalieren, das können wir natürlich auch machen, ja. Dass man irgendwie sagt, okay, macht hier eine Position auf und dann vielleicht nochmal da unten. Aber es ist natürlich jetzt auch eine Spanne schon von 20 Punkten. Und bei der Vola ist natürlich dann halt auch möglich, dass man sich da erstmal in irgendwas verrennt, was man nicht so ohne weiteres dann auch wieder aufgelöst bekommt. Das ist halt so ein bisschen schwierig. Und man sieht ja, es passiert ja auch einfach leider nicht viel hier, ja. Also man kann das mal versuchen, aber das ist halt wirklich nur für ein paar Punkte und den würde ich wahrscheinlich dann eher auch wieder so schnell wie es geht drehen, wenn er das überhaupt macht. Und wir sind jetzt hier zumindest in einer Minute wieder in der Value Area, beziehungsweise wieder drüber, über der von gestern. Und da versucht es sich irgendwie auch gerade zu halten. Und dann müssen wir jetzt halt natürlich da auch wieder über die andere drüber. So, und ob das gelingt, das steht auf einem ganz anderen Blatt. So, und deswegen behalte ich jetzt hier mal die 5 Minuten so ein bisschen im Auge. Ja, weil da wäre jetzt tatsächlich hier bei der 12363. Das ist hier dann ganz genau am Widerstand, also an dem Punkt, beziehungsweise da eigentlich, ja. Da müsste es halt, dürfte es wahrscheinlich schon wieder eng werden, ja. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Trade, den man machen muss. Aber wäre denkbar, dass er versucht, da halt wieder zurückzulaufen. So, bitte nicht nachmachen, ja. Weil ich werde es schon wieder hinkriegen, auch wenn nicht vor 10 Uhr. Vielleicht, aber da muss man halt dann einfach mal ein bisschen schneller sein hier und da. So, das ist erstmal hier auf 5 Minuten. Jetzt erstmal kein neues Tief. Die 15-Minuten-Kerze ist die nächste, die fertig wird. Das heißt, die kann er natürlich jetzt versuchen, dann natürlich auch auf Long zu drehen und dann halt hier irgendwie einen Hammer draus zu basteln. Hier fehlt halt nach wie vor. Ja, das muss aber jetzt nicht unbedingt vor 10 kommen. Die 373 nochmal von unten oder hier, wenn man das halt ein bisschen größer betrachtet, halt letzten Endes von oben, weil wir kommen ja von oben. Das fehlt halt alles schon noch so ein bisschen. Also ich glaube nicht, dass wir da jetzt ohne weiteres da unten durchfallen.
Und mit Skalieren meint sich halt eben, ja, wenn man halt sagt, okay, ich setze den Stop hier hin, ja, es halt irgendwie ja nur eine kleine Position ist und deckt sich dann halt hier tiefer nochmal ein, weil kann ja sein, dass wir da halt nochmal hinkommen. Und das ist natürlich jetzt hier rein in Punkten gemessen, haben wir hier jetzt einen Stop von irgendwie gut 20 Punkten. Das für meine Begriffe ist natürlich extrem viel, weil ich immer versuche, höchstens mit 10 auszukommen, aber kann man schon so machen, ja. Also wenn man dann Position verteilt und dann eben halt an zwei Stellen oder drei Stellen sich dann halt da halt eindeckt. Und man muss nur wissen, wo ist halt Schluss, ja. Und Schluss wäre halt ganz klar irgendwo hier in dem Bereich. Also da jetzt halt auch noch drunter fallen. Und da macht es halt keinen Sinn mehr, ja. Aber man kann das schon so machen, dass man sich da halt hier so ein bisschen halt verbilligt an der Stelle. Und man sollte es dann natürlich nicht so machen, ja, dass halt irgendwie die erste Position schon irgendwie das komplette Risiko dann halt ist. Das natürlich ganz klar nicht, sondern das muss dann halt eben nur ein Teilrisiko sein. Und weil ich weiß ja jetzt nicht, macht er das jetzt hier, macht das da unten oder macht das halt gar nicht, ja. Und so kann ich das dann halt an der Stelle vermitteln und erhöhe dann natürlich auch meine Trefferquote. So. Aber da geht es jetzt hier nochmal an. Also 15 Minuten Kerze. Mal gucken. Bis dahin oder eben dahin. Ja. Also 3,72 wäre so das Maximum. Das wäre schon fast hier. Na, mal gucken. Ich lasse jetzt die erstmal weg. Die 3,63. Machen wir nur hier die. Da haben wir hier oben auch den Vivop und alles Mögliche. Vielleicht macht das. Wir werden sehen. Also ein bisschen überschaubar ist die Gegenreaktion bisher immer noch. Hier sehen wir ja noch 5 Minuten eigentlich aus. Ja, kam so ein bisschen. Aber sind noch alle da, wie ich sehe. Das ist natürlich sehr schön. Auch wenn der Markt sich jetzt hier ein bisschen langsam bewegt. Aber ist ja, kann man ja leider nicht beeinflussen. Beziehungsweise so langsam war natürlich die Abwärtsbewegung ja eben auch nicht. Und nur leider waren wir halt nicht dabei. Das ist natürlich immer ein bisschen schade. Aber es hat eben auch der Grund, warum ich halt bei, und ich glaube, das geht vielen Kollegen auch so, bei Webinaren halt lieber ein bisschen kleiner positioniert bin, weil man halt tatsächlich, wenn man was erklärt, natürlich auch gerne mal irgendwas übersieht. Ich hatte auch zum Beispiel halt einen normalen Handel, eben wo wir hier vorhin den Run bekommen auf die 361 und das direkt wieder 6, 7 Punkte hoch, die hätte ich sofort glatt gestellt, ja. Und das muss man dann auch, weil es ist gar ganz oft so, dass man halt, wenn zum Beispiel halt dann Punkte da sind, die reagieren ja meistens zweimal. Es ist ganz selten so, ein Punkt wird angelaufen und dann prallt er da ab und rennt die ganze Strecke zurück. Das ist vielleicht bei News so, aber im normalen Handel kriegt man dann meistens dann nochmal irgendwie einen Test von so einem Punkt und dann gibt es irgendwie kein neues Tief, beziehungsweise man schaut es kein neues Hoch und dann rennt es nochmal ein paar Punkte weiter. Das geht ja meistens ein bisschen hin und her. Und von daher, wenn da sowas dann so schnell geht und dann muss man da eigentlich raus. Also Short genauso hätte ich dann wahrscheinlich auch sofort dann gesagt, okay, raus bei 361, zumal das ja auch der Punkt war, wo ich ja auch vorhin überhaupt nur hin wollte, in der Erstbewegung. Und da muss man Short genauso schnell irgendwie glattstellen, dass jetzt hier durchgelaufen ist, okay. Aber hier sieht man es ja nochmal, also da war ja halt hier der Ausbruch dahin, hier mit der 1-Minuten-Kerze, zack, und dann halt direkt wieder irgendwie hier 7, 8 Punkte hoch. Und aber gut, dann ging es ja halt hier, kam ja halt schon noch ein bisschen was hinterher. So, das meinte ich jetzt halt, ne? Das ist jetzt halt hier. Mal gucken, was hat die 15-Minuten-Kerze gemacht? Ja, nicht so wahnsinnig viel. Vielleicht gebe ich die Idee auch hier tatsächlich gleich auf. Und weil ich hier eigentlich so ein bisschen gegen mein eigenes Prinzip auch gerade handle.
nämlich eben nicht long. Ich wollte nur short. Manchmal macht man irgendwie auch komische Sachen. Weil ich glaube schon noch, ja, das ist, sonst würde ich es ja auch nicht machen, dass wir halt hier nochmal irgendwie eine Gegenbewegung bekommen, was mich halt wirklich auch sehr stutzig macht. Das ist übrigens auch ein Scalping-Ansatz. Das kann man auch gerne mal beobachten. Wir haben halt hier um 9 Uhr, das ging nur runter. Ja, also das ist ja, oder sehe ich das richtig? Ah, nee, Quatsch, das war jetzt nur diese eine Kerze, aber egal, 9:15 Uhr dann halt meinetwegen. Und die hier halt auch, ja, null Gegenbewegung. Und ganz oft ist es so, und das ist übrigens auch ein Freund von mir, der Gabor Mehringer, wenn ja auch sicherlich einige kennen, der nennt sie immer Glatzkerzen. Ja? Und Glatzkerzen werden immer beantwortet. Das heißt, diese Kerze hat schlicht und ergreifend keine Haare, ja? Also kein Docht, da fehlt das Haar. Und das ist halt, also es ist natürlich ein Scalping-Ansatz, ja, aber das Haar wird meistens nachgebaut, ja, und das ist halt auch, das kann man beobachten. Und ich habe es noch nicht geschafft, das irgendwie automatisiert mal irgendwie mal wegzutesten, aber man kann ganz oft beobachten, dass halt, wenn die Haare fehlen, dann kommt der Friseur anschließend und packt dann noch ein Toupet drauf. Und das ist egal, ob jetzt 5 Minuten, 15 Minuten, ganz, ganz, ganz selten, ja, dass das halt eben so stehen bleibt. Und man sieht es ja halt auch, wenn man irgendwie auch mal in größere Timeframes halt reinguckt, wie viele Kerzen ohne Docht und Lunte gibt es denn? Also das ist halt wirklich die Ausnahme, dass es halt funktioniert ohne Dochte und Lunten. Und klar, einfach auch deswegen, ja, weil ist ja halt immer ein festgelegter Zeitpunkt. Das kann jetzt irgendwie Tagesanfang sein oder halt eben Stundenanfang. Und wenn da halt einige überfahren werden auf diese Art und Weise, die werden sich dann halt irgendwo wieder eindecken und dann ihre Richtung, die sie haben wollten, natürlich auch versuchen durchzudrücken. Und deswegen haben wir halt hier, gibt es fast keine Kerzen ohne Haare. Und wenn, wie gesagt, dann kommt es eben ganz oft dann halt später. So, und das ist halt auch mit dem Grund, warum ich halt hier erstmal noch dran festhalte, weil es halt eben fehlt, ja. Und dass mir so ein bisschen zu sauber da alles runterging gerade. Und aber naja, vielleicht gehen wir hier auch heute mit einem kleinen Minus raus aus der ersten Stunde. Das macht aber dann auch nichts. Und muss man einfach gucken, was man dann im Rest des Tages noch draus macht. Also, das muss man hier sowieso. Wir haben jetzt irgendwie 10 vor. Ich mache mal hier die Stunde. Jetzt wieder an, bitte. Ja, da sind noch ein paar Fragen reingekommen. Magst du selber lesen oder soll ich vorlesen? Ja, liest du lieber mal kurz vor, weil ich behalte es hier mal gerade ein bisschen Okay. genauer im Auge. Also da ist eine Frage. Hallo Dirk, würde es nicht Sinn machen, etwas mit Grid oder strategischer Order zu versuchen? Danke und viele Grüße. Ja, das mache ich ja gerade, ne? Nur hier manuell. Also mit Grid ist ja gemeint, dass ich halt eben halt hier ein ganzes Paket irgendwie aufmache. Also für Long eigentlich nicht, ja, weil ich meine, wir sind short, ja, auch wenn ich jetzt hier gerade irgendwie long positioniert bin. Und wir sind hier echt gerade an so einem Punkt, der halt wirklich übelst in jede Richtung halt irgendwie ausbrechen kann. Und das ist für mich jetzt nicht unbedingt so eine Stelle, wo ich sage, da macht halt irgendwie strategische Order Sinn, dann hätte man es halt irgendwie dann gleich machen müssen. Also dann, also für Short dann generell, wenn man halt irgendwo oben ist, ja, also oben ist ja immer relativ, und für Long unten. Aber da wir halt übergeordnet Short sind, macht es für meine Begriffe jetzt irgendwie nicht so wirklich viel Sinn, hier irgendwie ein Long Grid irgendwie aufzumachen. Und es macht aber auch keinen Sinn, Short Grid aufzumachen, weil wir halt jetzt erstmal auf den Tag betrachtet, erstmal jetzt halt hier unten sind. Ja. Und von daher. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, ich muss das hier mal ein bisschen genauer im Auge behalten, weil es kann sein, dass er einfach komplett in eine Richtung jetzt wegrennt, ja. Und wenn wir jetzt hier einfach nur, also ich finde es gerade sehr, sehr schwer zu durchschauen. Klar, wir haben hier ein Gap Close, da oben fehlt was, aber wir sind auch hier kurz davor, die Stundenkerze jetzt fertig zu machen. Es kann gut sein, dass er einfach wegbricht jetzt nach unten, ja. Und deswegen baue ich da nicht allzu viel drauf hier auf die Long-Idee, sondern bin da sehr zurückhaltend, auch von der Positionsgröße und auch hier
jetzt mit einem, ja, ich nenne es mal Grids, ja, es ist, an der Stelle ist es ja nichts anderes. Sondern wird dann eher versuchen, dann nachher, wenn wir einen Rücklauf bekommen, da halt irgendwo short zu gehen. Aber es ist ja ganz oft so, das sieht dann aus, boah, bricht gleich irgendwie weg. Und dann plötzlich knallt es dann halt nach oben. Ist ja auch nicht gerade unbedingt ungewöhnlich. Daher gebe ich da jetzt erstmal nicht so viel drauf, muss aber trotzdem gucken, was macht er hier überhaupt? 5 Minuten sieht ja auch ganz merkwürdig aus. 15 Minuten, wie gesagt, da fehlen mir die Haare von dem Ding hier. Entscheidend ist natürlich jetzt, wie die Stunde schließt. Und da kann man halt wirklich jetzt nur genau hinschauen, was passiert. Und kann aber hier nicht großartig jetzt irgendwie prognostizieren. Weil das hier, die haben wir auch noch nicht wirklich getestet. Ja, die 367, es fehlt halt irgendwie alles noch. Oder es kommt jetzt tatsächlich so viel Verkaufsdruck auf. Da muss man auf jeden Fall raus aus Long. Das bringt überhaupt nichts. Ja, ich versuche jetzt hier noch einen. So, das war das, genau, das, was ich vorhin gemeint habe. Wir haben jetzt hier kein neues Tief. So, jetzt heißt es aber hier dann auch definitiv aufzupassen. Entweder kriegen wir jetzt hier wirklich eine ordentliche Bewegung nach oben nochmal. So, der hier macht jetzt noch Sinn, aber weiter würde ich nicht dran festhalten. Echt nicht. Also hier unten haben wir noch so ein Pivot, ja. Und auch gerne gesehen, jetzt haben wir hier sogar schon ein neues Tief. So, zwar immer noch nicht hier voll positioniert, von daher nicht schlimm, aber auch nicht schön. Muss man auch ganz klar sagen. Wobei der Entry, den fand ich jetzt hier schon noch berechtigt, weil wir jetzt hier wirklich ganz am Anfang sind von der Aufwärtsbewegung von heute Morgen, aber wie gesagt, drunter nicht unbedingt. Ja, vielleicht der Pivot noch, okay, aber das hier ist jetzt echt nicht mehr so wirklich nett vom Bild her. So. Die Anna fragt, Dirk, wo kann ich dich zwecks Fragen kontaktieren? Hab das Market Profile neu und habe noch ein paar Fragen. Ja, also entweder über die Gruppe, wenn es ja auch was ist, was halt irgendwie andere gerne verstehen würden, wenn es halt allgemein ist, am liebsten dann über die Gruppe. Also im Traders Club von StereoTrader.net und ansonsten dann halt per Mail. Ne? Also info@StereoTrader.net. So, 53, noch 7 Minuten. Ja, sieht halt tatsächlich jetzt natürlich hier in Anbetracht der Zeit halt wirklich so aus, als wäre es das hier oben, so als wenn wir erstmal raus. Und das hier so kommt. Ich wollte ihn eigentlich nur zur Hälfte rausgeben. Deswegen mache ich einen nochmal auf. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Sieht natürlich wirklich so aus, als wäre es das hier oben gewesen an der Stelle. Ne? Also Pivot habe ich ja gerade gesagt, den darf er natürlich noch machen. Der war jetzt halt hier nur ein bisschen schnell. Weil bei der Skalierung kann man sich ja halt auch, muss man auch nicht einen fixen Stopp setzen, sondern kann ja auch genauso gut einen Teilstopp dann an der Stelle machen. So, aber das sieht halt fertig aus hier oben. Ne? Also außer er rennt jetzt hier wirklich in den letzten 5 Minuten komplett nochmal da hoch. Glaube ich jetzt aber erstmal nicht dran. Und aber was mir halt einfach spanisch vorkommt, ist, dass wir hier nichts hier nochmal gesehen haben. Das ist halt schon ein bisschen merkwürdig, was diese Punkte angeht. Von daher glaube ich schon, dass wir jetzt hier noch ein bisschen Gegenbewegung bekommen. Halt, ein Teilnehmer fragt, ob im H1 nicht sogar ein Bearish Engulfing wird. Ja. Weiß man halt nicht, ne? Ich meine, wir sind jetzt einfach nur am Anfang, ja.
kann natürlich eins werden. Und das ist genau die Ausnahmesituation, wenn es das jetzt macht, wo ich ja ganz am Anfang gesagt habe, so ein Bild sieht man extrem selten im Chart. Das kann man sich ja wirklich mal angucken, dass wir wirklich einen Ausbruch haben über einen Widerstand um 8 Uhr und dann um 9 Uhr das ganze Ding nochmal runtergebaut wird. Deswegen glaube ich ja auch die ganze Zeit nicht daran. Also es hat ja nichts mit Glauben zu tun, sondern es ist ja halt einfach eine Frage von der Wahrscheinlichkeit, ja. Und es sind ja meistens diese ganz einfachen Dinge, die einen ja weiterbringen. Und klar kann jetzt natürlich der eine oder andere sagen, ja, wir haben doch hier dies und haben doch hier das und jenes. Aber die Wahrscheinlichkeit, das ist ja halt letzten Endes das, womit wir versuchen, da halt irgendwo Punkte aus dem Markt rauszuschneiden. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt hier echt einen Engulfing kriegen, die ist einfach furchtbar gering. Deswegen, das ist einfach der Grund, ja, warum ich da nicht drauf baue. Und mich würde jetzt auch nicht wundern und würde mich natürlich auch freuen, wenn wir jetzt hier einfach nochmal auf die letzten Minuten, wenn er versucht, das Ding wirklich halt nochmal hochzuziehen. Kerz, wo steht denn eigentlich der Dow? Ja, steht hier 26. Ja gut, der ist eh unkaputtbar. Aber deswegen, also Engulfing ist ein Engulfing, wenn es ein Engulfing ist. Ne? Bis dahin ist alles einfach nur ein netter Versuch. Aber wie ich am Anfang gesagt habe, ne? Ausnahmen bestätigen die Regel. So. Dass wir die jetzt natürlich genau jetzt haben, ist natürlich ein bisschen schade. Aber okay, kann es nicht ändern. So, das waren ja, wie gesagt, alles nur eine kleine Teilposition, von daher jetzt nicht so, nicht wirklich tragisch an der Stelle. Aber das ist natürlich schon, also am schadesten und am meisten schade finde ich halt einfach, dass wir das hier oben, dass der halt einfach nicht zu greifen war, an der oben an der Stelle. Keine Ahnung, ob ich da jetzt was übersehen habe. Aber eigentlich nicht, ne? War halt einfach nur jetzt hier, was war da, die 400 beziehungsweise knapp drüber. Hier der Versuch, ja, über die Value Area zu steigen. Und hier auch nochmal ein Pivot. Vielleicht war das einfach mein Fehler jetzt auch an der Stelle. Aber okay. Muss ich jetzt mit leben. Also nochmal hier long jetzt auf gar keinen Fall. Mache, werde ich nicht tun, auch wenn jetzt hier irgendwie hochrennt. Aber das brauche ich jetzt echt nicht. Weil jetzt haben wir halt hier an der Stundenkerze eben das, was ich vorhin für die 30 Minuten beschrieben habe. Außenstäbe wird immer versucht, in den Außenstäben zu schließen. Wir haben auf 8 Uhr, mit der 8 Uhr Kerze hier einen Außenstab. Deswegen wird er jetzt versuchen, hier auf der Eröffnung beziehungsweise halt über dem Future Open die 336, da wird er jetzt natürlich versuchen zu schließen und jetzt nicht ohne weiteres hier runterrennen. Und deswegen macht es jetzt auch gar keinen Sinn, jetzt hier irgendwas zu machen. Dann ist es eher wahrscheinlich nochmal so, dass wir eine Reaktion kriegen, wie eben bei der 30-Minuten-Kerze. Und wenn das nicht geschafft wird, dass er dann halt direkt nach unten brettert. Beziehungsweise wenn er es schafft, dass wir dann halt eben das nachholen, was ich halt vorhin gesagt habe, dass wir erstmal halt die Bereiche hier nochmal auch testen. Aber wie gesagt, hier jetzt keine Position mehr. Gehen wir halt hier heute mal mit ein bisschen Minus raus. Ist aber okay. Und vielleicht das auch nochmal zu zeigen, weil ja hier, glaube ich, auch nicht alle dabei sind, die halt in der Gruppe sind, sondern ja auch sicherlich einige andere Teilnehmer zum Thema irgendwie, man liegt immer richtig oder muss immer richtig oder immer falsch liegen. Das ist natürlich Unsinn. Aber das wären jetzt halt, sind halt auch genau die Trades, also jetzt mal abgesehen von dem Long hier, die ich auch so gepostet hätte. So, jetzt kriegen wir halt hier tatsächlich, so wie es aussieht, ne? Weil er schließt jetzt drüber, er schließt jetzt innerhalb von diesem Außenstab. Und das heißt, wir kriegen höchstwahrscheinlich Geschiebe jetzt die nächsten paar Stunden. Und wird das wahrscheinlich nicht so ohne weiteres jetzt nach unten auflösen, sondern eben jetzt genau die Punkte, die ich halt vorhin genannt habe. Dann halt nochmal nachholen. Das heißt, hier nochmal 362 fehlt, 372 fehlt und kann halt gut sein, dass es jetzt einfach alles halt kommt. Und das wäre dann jetzt dann halt auch nochmal nachher mein Entry, nicht mehr für Long, weil dafür ging das jetzt hier alles viel zu langsam, sondern für Short würde ich nochmal die 372 mir dann nachher halt als Short Entry
dann halt hernehmen. Und dann bin ich halt auch eigentlich ganz gute Dinge, dass es halt auch alles nochmal ausgeglichen werden kann. Aber ich möchte jetzt hier auch jetzt nichts mehr aufmachen, auch nicht long, weil wir es natürlich jetzt einfach zeitlich nicht hinbekommen werden. Aber nur ganz kurz, was ich meinte. Ich bin hier gerade nebenbei auf einem anderen Bildschirm, was einmal raussuchen. Ob ich das jetzt hinkriege. So auf die Schnelle. Und na, wo ist es? Sind wir da? Sind wir da? Ja. So, das ist halt einfach so. Von dieser Herangehensweise sind es halt einfach jetzt, ist das so die Auswertung für den letzten Monat. Und um das nur halt nochmal zu zeigen, ja, also da waren halt auch einfach, also auf den Tag berechnet ist halt immer, also es ist halt hier, sind 31 Tage hatte ja, also insgesamt 21 Handelstage und 77, also knapp 80 Trades waren es dann halt und gab, glaube ich, in 2 oder 3 Verlusttage und im Endeffekt muss es halt die Summe machen, ja, von daher beeindruckt mich das zum Beispiel halt jetzt nicht. Und jeder andere, der halt irgendwie auch weiß, wie eine Strategie funktioniert oder beziehungsweise wie man eine funktionierende Strategie beurteilt, auch nicht. Das ist natürlich immer schade, ja, wenn wir halt hier einfach nur eine Stunde haben und es dann aufgehen muss. Aber das, um eben nur mal zu zeigen, es muss eben nicht immer aufgehen. Ja, es ist schön, wenn es das tut, muss es aber nicht. Am Ende des Tages, sollte es das tun und spätestens am Ende von der Woche und insgesamt eben halt im großen Schnitt. Also hier waren es im DAX letzten Monat, gut, im DAX sehe ich jetzt nicht, aber hier insgesamt 870 Punkte und ich glaube, das ist vertretbar. So, und hier sehen wir es jetzt ja halt auch, ja, das war jetzt natürlich der Impuls, genau da unten ausgestoppt, jetzt geht es halt hoch und jetzt wird eben genau das alles nachgeholt, was ich vorher beschrieben habe. Also zumindest sieht es mal danach jetzt aus. War vom Timing jetzt leider nicht beeinflussbar. Und auch zum Thema, zum Stichwort bärisches Engulfing, ne, eben nicht. Ja. Das sieht immer so aus, deswegen eine unfertige Kerze darf man einfach nicht beurteilen. Und es ist eben nicht geworden. Es ist tatsächlich jetzt nur ein Innenstab, was wir halt hier haben. Ja. Auch wenn es noch so monströs nach unten und short aussieht, es ist nur ein Innenstab, mehr nicht. Und kann genauso gut sein. Da muss man wirklich aufpassen, dass das wirklich doch noch long endet und wir doch noch die 450 sehen. Also wir werden Reaktionen kriegen, da bin ich mir ziemlich sicher, hier jetzt an dem Punkt an der 363. Ich meine, die Reaktionen haben ja hier vorher auch alle gepasst, ich habe sie nur nicht mitgenommen. Und an der 372 bzw. 373. Dort werden wir höchstwahrscheinlich Reaktionen bekommen. Auch eben markttechnisch hier in dem Bereich begründbar, aber eben auch hier, weil es die Value Area hier an der Stelle ja dann halt auch nochmal ist. Und da haben wir jetzt halt auch mittlerweile den VWAP und dann auch nochmal ein Pivot. Also das sind jetzt auf jeden Fall Short Entries, die ich nachher halt machen werde. Also einmal hier bei der 363, also hier knapp über. Und das ist auch zum Beispiel was man auch sicherlich nicht so schwierig dann auch skalieren kann und entsprechend dann halt auch hier oben die 373. Ja, das fällt ja hier miteinander zusammen. Also das wäre auf jeden Fall ein Short, den ich halt machen würde. Und dann halt mal gucken, wie weit der halt läuft. Aber dann ist wahrscheinlich die Geschichte hier unten auch nochmal ausgeglichen. Gut, sehr schade, dass wir heute halt hier irgendwie keine größere Bewegung halt mitnehmen konnten, beziehungsweise halt, dass ich sie nicht mitgenommen habe, muss ich ja eigentlich sagen, ich hätte sie ja mitnehmen können. Also eine kleine Bewegung zumindest. Und dass wir jetzt halt hier so einen Innenstand da gebastelt haben auf 8 Uhr. Aber okay, so ist es halt manchmal. Nächstes Mal wird alles besser. Dann noch abschließend Alright. drei Fragen noch. Zwei zu deiner Statistik. In welchem Timeframe wurden die Ergebnisse hauptsächlich erzielt und wie ist deine durchschnittliche Haltedauer? Also die Ergebnisse, das ist völlig unterschiedlich. Also das ist ja halt immer. Die Betrachtung ist immer auf Stunde, ja. Das heißt also, mit den Stundenkerzen folgt die Betrachtung und beziehungsweise die Entschuldigung, die Einstiege. Aber oft ist es eben so, manche Trades, die brauchen halt irgendwie tatsächlich 3, 4 Stunden, bis sie da irgendwann mal aufgehen und andere sind in 5 Minuten fertig. Ich kann durchschnittliche Dauer kann ich wirklich nicht sagen. Also, aber jetzt nie irgendwie über den Tag hinaus. Also das halt nicht.
Es war auch ein Euro-Trade dabei, der ist irgendwie, ich glaube, der hat 10 Stunden gebraucht und hat dann 50 Pip gebracht. Und dann aber andererseits, da war auch mal ein DAO dabei, der hat irgendwie, keine Ahnung, auch irgendwie stundenlang und andere gehen dann halt einfach ganz schnell. Also das kann man halt so pauschal leider nicht sagen. Und deswegen auch, wie gesagt, Timeframe, also Einstieg am liebsten immer irgendwie jetzt auch nicht unbedingt auf Minute, sondern wie gesagt, Betrachtung kommt ja von der Stunde. Ich versuche halt einfach immer nur Punkte zu finden, die damit dann halt eben matchen. Und beziehungsweise die Übertreibungspunkte dann halt eben zum Stundenchart zu finden. Aber generell klar, kleiner Timeframe, aber halt eben von übergeordnet betrachtet. Also kann man so perfekt nicht sagen. Okay, und dann die letzte Frage für heute. Hallo Dirk, super dein Teletrader. Kannst du mal kurz deinen Handelsansatz im Market Profile Stop Entry erläutern? Meinen Handelsansatz zum Market Profile Stop Entry? Weiß ich jetzt gerade nicht, was gemeint ist damit. Ja, vielleicht kann der Teilnehmer noch schnell kurz sagen, worum es geht. Ist ja noch anwesend. Aber hast du grundsätzlich irgendeinen Ansatz, wie du, ich meine, hast du jetzt auch im Webinar auch schon teilweise schon erläutert, aber wie du das Market Profile benutzt? Ja, aber was heißt Ansatz, ne? Ich meine, ich mache den hier übrigens mal nochmal auf. Gerade soll bitte nicht nachmachen, weil ich werde den hier jetzt nicht mehr zu Ende führen können. Also lieber per Limit eigentlich als per Stop. Und, also Einstiegspunkte oder wo zum Beispiel Stop, schreibt der Teilnehmer ja zusätzlich. Ja, also kann man so pauschal nicht sagen. Also ich nutze das Market Profile nicht alleine, ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie, wo ich sage so, ja, da ist jetzt irgendwie die Value Area, da gehe ich long oder short. Das mache ich eigentlich nicht, ne? Sondern ich versuche halt eher, so wie ich das ja vorhin auch gemacht habe, hier mit der 362 bzw. 363, dann mit anderen Sachen halt eben in Verbindung zu bringen. Das ist ja eigentlich eher das, was ich mache. Und aber nicht das Market Profile allein oder jetzt halt irgendwie, man kann auch nicht sagen, ich gehe am Point of Control long oder short, das muss zusammenpassen mit irgendwas anderem. Deswegen, also da wäre dann auch eher der Olli der richtige Ansprechpartner, also Oliver Klemm, und der halt zum Beispiel, soweit ich das weiß, der halt tatsächlich nur das Profile benutzt und da halt eben auch seine Kriterien hat. Also der sagt, was ich zum Beispiel weiß, wenn er zum Beispiel sagt, ja, wenn wir hier unter, also das gilt jetzt hier nicht, aber zum Beispiel unter die Value Area halt gehen und uns dort etablieren und länger als 30 Minuten sind und dann kriegen wir einen Trend entsprechend nach Short. Und zum Beispiel andersrum, wenn wir uns über der Value Area etablieren, länger als 30 Minuten oder mindestens 30 Minuten, dann kriegen wir halt tendenziell eher einen Long Trend, ja. Und aber ansonsten, und dann gibt es halt noch den Ansatz, also ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen Quatsch, aber das ist auch nicht meine Strategie, sondern eben die von Olli Klemm. Das ist halt eben gesagt, okay, wenn wir das die eine Seite erreichen, dann ist die Chance, dass wir die andere Seite erreichen, liegt bei 70%. Das heißt also eben hier zum Beispiel, wenn wir halt in die unter das VAH gehen vom Vortag, dann liegt die Chance bei 70%, dass wir auch das VAL bekommen. Und dass man die Strecke halt eben durchhandeln kann. Und das ist zum Beispiel halt auch noch so ein Ansatz. Aber wie gesagt, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Weil ich halt immer nur das Market Profile als Ergänzung dazu nehme, um halt eben zu gucken, okay, wo matcht es dann halt dann wiederum mit meinen Punkten. Okay. Ja, also wer mehr auch zum Market Profile erfahren möchte, der Olli wird mit uns am 27. ein Webinar veranstalten und dann denke ich, ist da die Frage auch an der richtigen Stelle. Okay. Gut, dann haben wir alles heute, ne? Genau, dann haben wir alles heute. Also wie gesagt, jetzt nicht so großartig geglänzt. Und halt vielleicht tatsächlich vorhin da oben den einen Punkt. Also ich habe halt den Pivot, also ich versuche das auch nochmal gerade so ein bisschen zu resümieren, was ich falsch gemacht habe.
Also 400er Marke, ja, würde ich aber niemals handeln. Also irgendwie eine runde Marke. Aber halt hier, vielleicht war es tatsächlich, da habe ich nicht aufgepasst, glaube ich, wirklich an der Stelle. Ich zeige das mal eben nochmal kurz. Also es ist hier oben einfach an den Pivot und gleichzeitig eben halt über die Value Area versucht haben auszusteigen. Weiß nicht, ob ich das, warum ich das hier übersehen habe. Und dann auch entsprechend nochmal hier drunter, beziehungsweise da drauf geschlossen, hier keine neuen Highs. Da hätte man tatsächlich schon mal reingehen können, ne? Beziehungsweise halt hier oben dann zumindest schon mal in der Richtung halt auch irgendwo ein bisschen genauer hingucken können. Also das war wahrscheinlich dann schon ein Fehler, den ich da gemacht habe, beziehungsweise übersehen habe. Und aber naja, okay. Passiert. Okay, so, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Dabeisein. Und wann haben wir eigentlich das nächste? Diese Woche auch schon wieder, ne? Am Freitag Am Freitag geht's haben weiter, wir. genau. Genau, ist da, habe ich das richtig gehört, dass ich da gar nicht alleine bin im Webinar? Es gab so Gerüchte, ja. Ja, Ja. ne? Wenn, dann darfst du das jetzt erzählen. Und Ja, da weißt du aber sogar mehr als ich. Aber offensichtlich ist das bestätigt. Am Freitag haben wir, ja, kann man ja auch sagen, Special Guest. Heiko Behrendt wird anwesend sein und wird dann mit Dirk zusammen NFP traden. Wird auf jeden Fall ein sehr schönes Webinar. Freue mich sehr, dass Heiko dann dabei sein wird und selbstverständlich auch mit Dirk, wie immer. Danach haben wir am 25. September wieder hier Webinar morgens. Aber alle, die heute anwesend waren, sind ja auch schon angemeldet. Ich bedanke mich bei dir, Dirk, für die Transparenz und die ehrliche Worte heute Morgen. Auch, ja, natürlich kein schönes Ergebnis insgesamt, aber trotzdem auch mal gut zu zeigen, wie tatsächlich so das reale Leben eines Daytraders ist. Und natürlich auch an die Teilnehmer für die Teilnahme und für die Fragen. Passen Sie schön auf Ihre Positionen auf und hoffentlich dann bis Freitag. Dirk, wie immer, hast du das Schlusswort. Ja, von meiner Seite auch danke fürs Dabeisein. Ich glaube, zu dem Trade, beziehungsweise dem, was ich übersehen habe, habe ich jetzt hier auch schon genug gesagt. Ist halt passiert und ja, egal, macht ja nichts. Wir sehen uns am Freitag auf jeden Fall. Ich freue mich und ohnehin demnächst auch wieder hier bei der Eröffnung und wünsche euch einfach auch wie immer viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Danke an Nelson, danke an FX Flat. Bis dahin, euer Dirk. Ciao. Tschüss.